Ferien als Talfahrt, zum Beispiel durchs österreichische Wipptal in Tirol, das sich knapp 20 Kilometer südlich von Innsbruck bis zum Brenner zieht. Ein ideales Ziel, besonders für Urlauber, die preiswert mit dem eigenen Auto oder Motorrad anreisen. Die kennen Sie nicht, die Brücke? Die kennen Sie garantiert, wenn Sie einmal mit dem Auto über den Brennerpass gefahren sind. Das ist nämlich hier in Tirol die Europabrücke. Die meisten kennen Sie halt nur von oben. Wir haben es mal runtergewagt und fahren jetzt von hier in der Nähe von Matrei zum wunderschönen Gschnitztal rauf. Und mal schauen, wie es da aussieht. Nämlich nicht so busy, nicht so stressig, nicht so voller Verkehr. Kurz hinter Steinach biegt man rechts ab von der Hauptroute des Wipptals und schon beginnt die Entdeckung der aktiven Langsamkeit. Fröhlich entschleunigt durch eine alpenländische Idylle, ohne großen Verkehr, ohne Stress, mit ganz viel Harmonie und Bilderbuchlandschaften. Die Zimmerpreise hier wie im Wipptal liegen um 18 Euro pro Nacht und Person. Einfache Schlafplätze gibt es schon ab 11 Euro. Ferienwohnungen zum Beispiel im Schnitztaler Trins etwa für 35 Euro. Man kann aber auch Hotelpauschalen buchen mit oder ohne Frühstück, Halb- oder Vollpension. Die Straßen sind überall gut ausgebaut und dennoch ist der Verkehr ruhig. Staus sind hier unbekannt. Auf der Suche nach Klischees wird man immer wieder fündig. Ob Feuerwehrfeste mit Aufmärschen in traditionellen Uniformen und in ganz eigenen Trachten. Oder Kirchfeste wie die Kommunion mit Blasmusik und neugierigem Publikum. Den Sonnenschein gibt es an solchen Festtagen selbstverständlich kostenlos dazu. Und das alles natürlich immer mit der richtigen Mimik und der eigenen musikalischen Untermalung. Selbst die Kirchenmusik ist hier hausgemacht. Zum Beispiel vom Wipptaler Orgelbauer Martin Pirchner, der in ganz Österreich berühmt ist. Und natürlich gehören zu den Bergen und allen Wiesen auch rauschende Wasserfälle, wie dieser unweit des historischen Mühldorfes. Fotomotiv mit der Chance auf nasse Füße. Typisch auch immer wieder die Lüftelmalerei, auf Hochdeutsch die Freiluftmalerei an den Häusern, Bilder mit Türen, Dach und Fenster. Für Wanderer gibt es über 600 Kilometer ausgeschilderte Wege bis zum Talende an der Laponisalm. Mit starken Waden und der richtigen Ausrüstung rauf auf die Höhen und unter den Gipfel des fast 3000 Meter hohen Tribolaun. Und nur die Eiligen verlieren bei so vielen kleinen Höhepunkten am Wegesrand schon mal die Sicht aus den behelmten Augenwinkeln. Außer sie machen eine kreative Pause und genießen den Weitblick. Ist es